Hallo, wir haben hier zum ersten Mal das neue HP Stream. Das HP Stream ist das neue 14 Zoll Notebook von HP, in dem Fall mit Windows 8.1 in der Bing-Version. Das ist also eines der neuen Billig-Notebooks, die Microsoft auf der WPC zum ersten Mal gezeigt hat. Da war dieses Gerät genau das Beispiel dafür. Dort wurde noch von 199 Euro gesprochen, preislich. Wir haben es jetzt hier allerdings tatsächlich mit 299 Euro bzw. 299 Dollar zu tun. Macht allerdings einen verdammt guten Eindruck, ehrlich gesagt. Denn wir haben hier ein 14-Zoll-Display, wie gesagt, mit immerhin 1366 x 768 Pixeln. Außerdem muss ich sagen, ist das Display sehr angenehm hell. Wir sind hier im absoluten Sonnenschein ohne Ende und das TN-Panel funktioniert hier sehr gut. Die Blickwinkel sind jetzt nicht die allerbesten. Die Blickwinkelabhängigkeit meine ich jetzt. Aber die Blickwinkel sind insofern stabil, dass wenn man von vorne drauf guckt, sich zum Rand hin nichts verzerrt in Sachen Farbwiedergabe. Dementsprechend hat HP hier ein ziemlich gutes Display verbaut. Es ist auch verdammt hell. Die Kamera kann das Ganze jetzt nicht gerade optimal wiedergeben, aber glauben Sie es mir, es ist verdammt hell, das Ding. Wir haben außerdem einen AMD A4 6400T verbaut. Der müsste eine Mullins-APU sein mit zwei 1,0 GHz schnellen Kernen. Gibt sich als Quad-Core aus und per Turbo bzw. Beschleuniger läuft das Ganze dann mit bis zu 1,6 GHz, glaube ich. Dazu gibt es einen zu einem großen Teil eigentlich aus Aluminium gefertigt. Die Handballenablage hier fühlt sich verdammt nach Aluminium an. Es könnte auch Plastik sein, wir sind uns da gerade nicht so sicher. Was noch anzumerken ist, ist, es gibt einen matten Rahmen um das Display. Es gibt keinen Touchscreen, der fällt hier fest weg, obwohl es Windows 8.1 an Bord hat. Da deutet sich wahrscheinlich gerade schon Windows 9 an. Außerdem haben wir hier vier Lautsprecher. Es sitzen hier also Beats Audio, angeblich optimierte oder zumindest lizenzierte Lautsprecher drin. Wir haben also links und rechts oben einen Lautsprecher, dann gibt es einen gewissen Resonanzraum. Und außerdem sitzen hier unten auf der Unterseite links und rechts vorne auch noch zwei Lautsprecher. 2 GB Arbeitsspeicher haben wir hier an Bord und 32 GB Flashspeicher. Es soll auch noch eine Version mit einer 64 GB SSD geben und wahrscheinlich auch noch eine Full HD Display-Variante, die dann natürlich dementsprechend teurer wird. Wir gucken kurz um das Gerät rum. Da zeigt sich dann hier oben erstmal diese besagte Lautsprecherleiste. Außerdem gibt es ein ziemlich gut gemachtes Chiclet-Keyboard. Am Rand hier die Funktionstasten, Homepage, Downpage, Up und so weiter. Oben Funktionstasten für Windows, also die Quick Access Keys sind da am Start. Das Keyboard fühlt sich ganz gut an. Es biegt sich auch, wenn das Gerät auf dem Tisch steht, nicht besonders stark. Es ist also sehr stabil gebaut. Verwindungssteif ist es auch noch, was ja nicht unbedingt typisch ist für derart günstige Notebooks. Wir haben hier oben den Ein- und Ausschalter und unten gibt es ein ziemlich großes Trackpad, was komplett klickbar ist. Wir haben hier also die Ecken jeweils klickbar realisiert, fühlt sich auch ziemlich ordentlich an und reagiert auch sehr gut. Wir haben am oberen Rand außerdem eine 1 Megapixel Webcam und dann gucken wir uns mal kurz die Seiten an hier. Rechts hinten sitzt der Stromanschluss natürlich, dazu gibt es dann zwei Full-Size-USB-Ports, wie üblich, nichts weiter und das Ganze läuft so keilförmig zu, übernimmt also die Designsprache von HP, die man schon von anderen Geräten kennt. Vorne gibt es nichts weiter und am linken Rand sitzen dann hier die Power-LED, Micro-SD-Karten-Slot, dazu gibt es noch den 3,5 mm Klinkenanschluss für das Headset und einen USB 3.0 Anschluss haben wir hier dann also auch und einen Full-Size-HDMI-Out zum Anschluss an den Fernseher oder ein externes Display. Der Deckel ist komplett aus Aluminium, außer der obere Streifen hier, da sitzen die WLAN-Antennen und Bluetooth-Antennen. Dementsprechend ist dort Plastik verbaut, um den Empfang nicht zu verhindern. Wir machen das Ganze zu, da sieht man, dass das wahrscheinlich knapp unter 20 mm Bauhöhe hat, das Gerät, und dementsprechend sich auf Ultrabook-Level bewegt, sage ich jetzt mal. Wenn wir uns das Ganze von unten angucken, sehen wir dann auch noch die beiden Lautsprecher links und rechts. Die Rückseite ist allerdings aus Plastik gemacht und kann dementsprechend hier nicht getauscht werden. Wie gesagt, das war ein erster kurzer Blick auf das HP Stream. Dürfte dann demnächst auch in Deutschland auf den Markt kommen für, wie gesagt, 299 Euro. Vermutlich vielleicht auch noch ein bisschen billiger oder eben etwas teurer. Es kommt noch nicht, ist noch nicht ganz klar, aber demnächst wird es dann soweit sein. Und ich sage jetzt erstmal bis dann. Wenn euch das hier gefällt, was wir hier auf dem Kanal machen bei Mobile Geeks, dann gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und folgt uns auf Twitter, Google Plus und Facebook. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao. Hallo, wir haben hier zum ersten Mal das neue HP Stream. Das HP Stream ist das neue 14 Zoll Notebook von HP, in dem Fall mit Windows 8.1 in der Bing-Version. Das ist also eines der neuen Billig-Notebooks, die Microsoft auf der WPC zum ersten Mal gezeigt hat. Da war dieses Gerät genau das Beispiel dafür. Dort wurde noch von 199 Euro gesprochen, preislich. Wir haben es jetzt hier allerdings tatsächlich mit 299 Euro bzw. 299 Dollar zu tun. Macht allerdings einen verdammt guten Eindruck, ehrlich gesagt, denn wir haben hier ein 14-Zoll-Display, wie gesagt, mit immerhin
1366 x 768 Pixeln. Außerdem muss ich sagen, ist das Display sehr angenehm hell. Wir sind hier im absoluten Sonnenschein ohne Ende und das TN-Panel funktioniert hier sehr gut. Die Blickwinkel sind jetzt nicht die allerbesten. Die Blickwinkelabhängigkeit meine ich jetzt. Aber die Blickwinkel sind insofern stabil, dass wenn man von vorne drauf guckt, sich zum Rand hin nichts verzerrt in Sachen Farbwiedergabe. Dementsprechend hat HP hier ein ziemlich gutes Display verbaut. Es ist auch verdammt hell. Die Kamera kann das Ganze jetzt nicht gerade optimal wiedergeben, aber glauben Sie es mir, es ist verdammt hell, das Ding. Wir haben außerdem einen AMD A4 6400T.